Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Mission Millionär. Millionär von morgen, Mittelschicht von gestern. Ja, ganz kurz hier zur Tesla-Aktie. Ich möchte euch mal ein Beispiel hier an der Tesla-Aktie zeigen, was wirklich hervorragend ist als Beispiel, um zu zeigen, dass Stop-Losses, also die Nachteile beim Aktientrading ungehebelt ganz besonders. Oder überhaupt vom Trading oder Swing Trading, wo man eben Stop Losses verwendet, das heißt also nicht Buy and Hold Strategien hat oder Value Investing betreibt, wo man sagt, naja, wenn die Aktie fällt, dann kaufe ich eher nach. Da arbeitet man ja eher, also in der Regel überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Stop Losses oder irgendwelchen Absicherungen diesbezüglich innerhalb der Position. Wenn dann überhaupt, dann arbeitet man vielleicht mit irgendwelchen Gegenpositionen, aber in der Aktie selbst hat man bei Long, Buy and Hold und langfristigen Strategien eigentlich in der Regel ja gar keinen Stop-Loss. Und bei so Trading-Geschichten, die ich ja auch, sagen wir mal so, mit 10 bis 20% meines Portfolios mache, also gemäß Pareto 80-20-Regel, etwas risikoreichere Trades auch oder Swing-Trades mache, auf gar keinen Fall Intraday oder solche Sachen. Also in der Regel halte ich die Dinger immer dann so ein paar Wochen. Und so war es eben auch dieses Jahr bei Tesla. Da gab es ja den Short-Squeeze und bereits hier im Oktober. Und da habe ich ja einige Videos darüber gemacht. Und ihr könnt ihr natürlich hier einfach auch bei mir im Kanal, wenn ihr einfach da mal auf die Suchfunktion geht, habe ich auch nochmal ganz detailliert, was überhaupt ein Short-Squeeze ist, ja, für die mehr. Die davon überhaupt noch gar nichts gehört haben. Anhand der Tesla-Aktie kann man das eben super hier zeigen, weil die Tesla-Aktie eben die am meist geschortetste Aktie ist auf der ganzen Welt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche kleinen Anleger oder sowas wie du und ich, sondern ich meine damit richtig, richtig große Hedgefondsmanager, die Milliarden, nicht Millionen, sondern auch nicht 100 Millionen, sondern Milliarden von Euro verwalten. Und hiermit ja, teilweise hunderte von Millionen Euro auf fallende Kurse setzen, was die Tesla-Aktie betrifft. Und wenn dann die fallenden Kurse nicht eintreten, sondern steigen, dann sind die irgendwann mal fällig und müssen eindecken und das zieht die Aktie dann noch stärker nach oben. Und der Nachteil ist natürlich bei relativ volatilen Aktien, wenn man da eben Stop-Losses hat, ist schon mal die eine Sache, es kommt letztlich auch nichts Verkehrtes. Der große Nachteil von Stop-Losses, die man nachzieht, also die Strategie, einen Stop-Loss nachzuziehen, um seine Gewinne abzusichern. Darum geht es in diesem Video. Und ich zeichne es euch hier gerne ein, wie es bei mir gelaufen war. Ich hatte hier also im Jahr, das ist jetzt ein Jahrescharts, aber ich hatte schon im Jahr davor ein paar Tesla-Aktien gekauft, zum relativ niedrigen Preis. Und also mein Einstiegspreis, um es kurz zu machen, war so knapp über 200. Und man sieht auch hier diese lange Durststrecke sozusagen im Jahre 2019 zwischen, ja, so mehr oder weniger April, Mai bis hin zum Oktober eben. Da lief eben die Aktie immer so um die $200 und hat sich ja nicht groß irgendwo hinbewegt. Aber das war mir auch egal, weil ich hatte eine relativ kleine Position und dort eben so einen Einstiegspreis, immer mal wieder ein bisschen was nachgekauft von in etwa 2000, etwa 200 Dollar Einstiegspreis, ja, kombiniert zusammen. Und ja, ein paar Tausend, es waren nur ein paar Tausend, wo ich da investiert habe. Und dann ist eben dieser Short Squeeze gekommen und dann, ja, dann hatte ich eben so gut 56% Gewinn und wollte die eben absichern. Das ist auch nichts Verkehrtes normalerweise, weil ja theoretisch hat keiner eine Glaskugel, das Ding hätte auch wieder fallen können. Ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht bis zum Allzeithoch geht, ja, so um die 380 bis $400 und dann vielleicht wieder fällt oder sowas. Ne? Ich hätte natürlich keine Ahnung, hätte ich die Ahnung gehabt, hätte ich sie einfach nur gehalten ohne, ja klar. Aber ja, letztendlich, man sieht hier, weil ich bin damals dann letztendlich, ich habe die Stops einfach nachgezogen auf $335 und also einen Teil davon und einen anderen Teil davon auf 300. Ich glaube, es waren $25 oder sowas, ja, um einfach hier immerhin 50% Kursgewinn innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten einfach abzusichern. Ja, 50% sind 50%, ne? Das muss man erstmal machen.
Und hätte ich es natürlich gehalten, ja, das ist nämlich der große Nachteil jetzt. Hätte ich da eben, wär ich mehr Risiko eingegangen, hätte gesagt, na gut, ich ziehe die Stops nach auf dem Einstiegspreis. Also das heißt, eine zweite Strategie, die ich hätte machen können, ist, dass ich sage, naja, ich sichere meine Gewinne nicht ab, sondern ich ziehe den Stopp einfach nur nach auf Break-Even, ja, also auf 220 Dollar. Weil so tief ist er ja dann nicht mehr gefallen. Ich wurde dann eben, also meine Stop-Losses wurden dann eben also ausgelöst und ich bin eben draußen gewesen aus der Position. Man sieht ja hier ganz deutlich, was ist danach noch passiert ist. Das Ding ist, was hat sich fast nochmal verdoppelt, also nicht verdoppelt, aber naja. Also ich hätte jetzt insgesamt ja, 250% Gewinn und nicht nur 50% oder 56%. Und das ist eben das Spiel, dass du sagst, klar, Stops nachziehen, Gewinne absichern, alles schön und gut, ja. Aber wenn so eine Aktie eben dann durch die Decke geht, so wie es da passiert ist, dann gehen wir unter Umständen eben 200% Gewinn flöten. Und das ist eben der große Nachteil, wenn man zu sehr auf Sicherheit spielt, ja. Und das wollte ich einfach hier nochmal kurz bezüglich der Tesla-Aktie auch nochmal zeigen, was mir eben hier direkt passiert ist. Kann natürlich auch bei anderen Aktien der Fall sein. Und damit eben nochmal aufzeigen, dass wenn man einfach dass man das Spiel Gier und Angst, ja, wenn man eben zu ängstlich ist oder zu sehr auf Sicherheit spielt, dass man eben dann theoretisch auch sehr viel mehr Gewinne eben nicht mitnimmt und die ja super wichtig sind, so ein Trade, wo du einfach mal 200-300% machst, weil du mit denen natürlich ja, wieder ganz einfach, ganz, ganz easy kleinere Verluste wieder auch ausgleichen kannst. Das heißt, es geht dir nicht darum zu sagen, ja, sei doch zufrieden, hast ja 50% Gewinn gemacht, ja, sei doch mal mit was zufrieden, was lamentierst du hier rum? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ja, natürlich immer seine Strategien zu verbessern und zu sagen, naja, wenn ich hier jetzt 250% mache, anstelle nur 150%, dann kann ich mir auch irgendwo beim anderen Trade mal wieder ein bisschen, sagen wir mal, ein Fehltrade theoretisch, obwohl ich schon länger keinen mehr hatte, leisten. Ja? Es geht eben nicht nur darum zu sehen, um den Gewinn zu sehen bei diesem einen Trade, ja, wie viel ist jetzt geworden, sondern wie spielt das Ganze rein in mein gesamtes Portfolio über ein Jahr oder mehrere Jahre hinweg. Und das sind einfach auch wichtige Elemente, wo ich mir auch sage, okay, beim nächsten Mal, wenn ich wieder in einer ähnlichen Situation bin, werde ich vielleicht meine Strategie so weit anpassen, dass ich einfach sage, ich sichere meine Gewinne nur teilweise ab, ja, nicht die komplette Position, sagen wir mal, vielleicht die Hälfte, und die andere Hälfte sichere ich eben ab auf dem Break-Even-Level, ja. Dann hätte ich jetzt noch die Hälfte Position, die jetzt bis auf über 500 Dollar gelaufen wäre. Ja? Also es gibt verschiedene Ansätze. Manche Ansätze sind eben weniger risikoreich, manche mehr risikoreich und manche liegen eben irgendwo dazwischen. Und es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, für welche Variante oder für welche Strategie er sich eben entscheidet. Also hier nochmal ganz kurz dieses Video, um einfach an meinem eigenen Erfahrungen von 2019 jetzt an der Tesla-Aktie zu zeigen, dass Play Safe nicht immer die richtige Entscheidung ist, wenn man einfach die Stops zu stark nachzieht. Bei sehr volatilen Aktien, da können einen entsprechend eben auch ganz viel extra, also zusätzliche Gewinne einfach flöten gehen. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses 10-Minuten-Video zum Thema Tesla. Short Squeeze hier. Gleich mehrere Short Squeeze innerhalb von 6 Monaten sozusagen. Und bleibt ein hochinteressantes Papier, definitiv. Ich freue mich schon, wenn sie mal wieder fallen, ja, dass ich dann auch wieder rein kann. Aber das ist natürlich immer situationsbedingt. Man muss sich so eine Aktie immer wieder von neuem anschauen und immer wieder von neuem seine Meinung darüber bilden, denn da passiert so viel im Markt. Also die Aktie von heute ist wieder eine völlig andere Aktie wie die Aktie in 6 Monaten oder wie sie eben vor 6 Monaten war. Also bis zum nächsten Mal.
dein Thomas Klein und Daumen hoch, ciao.